Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich hier in Anfield, wo wir heute beste Wetterbedingungen haben. Wolf Fuß und Frank Buschmann haben auf den Kommentatorenplätzen Platz genommen und ich bin sicher, uns steht hier heute eine interessante Partie ins Haus. Liverpool gegen FC Porto. Das ist ein Spiel, das die Fans regelmäßig elektrisiert, das sie begeistert und auch für mich eine sehr, sehr interessante Partie. Zwei Offensivgiganten in einer Partie. Das kann eigentlich nur ein tolles Spiel werden. Das wird ein tolles Spiel. Exzellente Teams, Spitzenspieler, hüben wie drüben. Das wird ein Fußballfest, wie eigentlich immer, wenn sich diese tollen Offensivspieler gegenüberstehen. Hier ist die Aufstellung von Liverpool. Sie greifen heute zum Tiki-Taka, dem berühmten Kurzpassspiel. Keine einfache Taktik, aber sie haben das richtig gut drauf. Ja, Wolf, da brauchst du natürlich die richtigen Spieler. Du brauchst Leute mit hohem Spielverständnis, die diese Taktik einfach erfordert. Und du brauchst eine unglaubliche Disziplin. Und jetzt sehen wir hier die Aufstellung des FC Porto. Kurzer Blick auf die Formation, Muschi. Ja, da sehen wir ein 4-4-2. Gibt's auch noch. Zwei Viererketten und vorne zwei Stürmer. Damit geht der erste Spielabschnitt also los in Anfield. Wie siehst du die Gastgeber heute, was die Taktik angeht, Buschi? Boah, ich glaube, die setzen wieder auf diesen unglaublichen Druck, auf ihr Vorchecking. Sie stehen extrem hoch, gehen sofort drauf, wenn der Gegner den Ball hat. Und das können sie einfach am besten. Liverpool mit dem Ballverlust. Guter Pass. Jesus Corona. Gute Chance. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Da ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass und dann ahnt er, wohin sich der Keeper orientiert, platziert die Kugel ins kurze Eck und drin ist der Ball. Jürgen Klopp, ja, unübersehbar, der ist frustriert. Das Gegentor hätte er natürlich gerne vermieden. Und jetzt bin ich auf die Reaktion gespannt. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Otavio. Guter Vorstoß, kann was werden. Marega. Bemba. Marega. Klasse Tackling. Fabinho. Und jetzt Thiago. Fabinho. Thiago. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Gut dazwischen gegangen. Im eigenen 16er. Und damit ist der Ball weg. Marega. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Spielt den Ball direkt zurück. Die Gelegenheit. Ganz spannende Szene.
Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Super Pass! Firmino. Thiago, schöner Pass. Ja, wartet einen Moment. Könnte der Ausgleich sein. Das wird... Liverpool muss den Ausgleich erzielen, oder? Ja, also das könnte doch eine wichtige Szene werden. Sie sind so weiterhin. Marega. Fairer Einsatz hier. Könnte in Konter gehen. Immer noch diese Szene. Roberto Firmino. 5 Worte. Was für ein Tor, Buschi. Tja, Wolf, ein paar Worte mehr. Ein absolut perfekter Konter. Blitzschnell nach vorne und dann auch noch den Treffer gemacht. Ein Wort. Klasse. Schau noch mal auf die Wiederholung, das ist ein richtig gut gespielter Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat, viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Na, am Spielfeldrand wird jetzt natürlich überlegt, müssen wir was ändern? Vielleicht eine Umstellung? Spiel lief ja eigentlich gut, aber dieser Ausgleich verändert die Partie. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Roberto Firmino. Marega. Sie lassen den Ball ja gut laufen. Geht dazwischen und hat den Ball. Oliveira. Otavio. Das sieht vielversprechend aus. Erst müsste mal eine zündende Idee kommen. Bemba. Pepe. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Kurz nicht konzentriert genug und schon ist die Kugel weg. Das könnte die Chance werden. Da kann er sich den Ball holen. Nun Firmino. Roberto Firmino jetzt wieder. Fabinho. Mané. Sie suchen die Lücke. Gute Chance für eine Flanke. Roberto Firmino. Schöner Pass. Er ist zur Stelle. Schöne Aktion. Und jetzt gibt es Einwurf nach diesem Kopfball. Fabinho. Ballverlust, Fabinho. Marega. Oliveira. Das könnte was werden jetzt. Marega. Ballbesitz verloren. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum.
Oliveira. Wir gehen mit einem 1:1 in die Pause. Alles total offen hier. Das ist zu wenig, was Mohamed Salah hier heute auf den Rasen bringt. Heute eher wie ein Fremdkörper in ihrem Spiel. In dieser Form kann er nicht helfen. Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Sie geben den Ball ab. Super Pass. Roberto Firmino mit der Chance. Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel. Das gibt erstmal Sicherheit. Das gibt Selbstvertrauen. Jürgen Klopp, wie er leibt und lebt, da fiebert er mit, da jubelt er mit. Ach, das sind schöne Szenen nach diesem Treffer. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat, viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Jetzt steht es hier 2:1, eine enge Kiste. Seine Pässe sind heute erstklassig, auch der hier wieder. Mbemba. Jesus Corona. Oliveira. Mbemba. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Liverpool tut sich in diesem Spiel schwer, was die Ballbesitzquote angeht. Aber ich glaube, das kann ihnen völlig wurscht sein. Sie führen, nutzen ihre Chancen, sind sehr, sehr effektiv in ihrer Spielweise. Und das zählt am Ende. Ozan Kabak. Ozan Kabak. Fabinho jetzt. Jetzt müssen sie aufpassen. Da ist die Chance. Boah, das war wirklich in allerletzter Sekunde. Klasse geklärt. Einwurf Liverpool. Bei ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Da kann er sich den Ball holen. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Oliveira. Otavio. Mariga. Marco Grujic. Otavio. Was macht er draus? Und da fällt der Ausgleich. Wir sehen hier nochmal die Wiederholung dieser Aktion. Erst das wirklich gelungene, schöne Kurzpassspiel. Und das ist dann natürlich genau die richtige Entscheidung. Er nimmt das kurze Eck. Rechnet nicht jeder mit. Jetzt bin ich gespannt, wie Klopp reagiert. Was wird er sich einfallen lassen? Die Führung ist erstmal futsch. Das Spiel ist die ganze Zeit auf Augenhöhe und jetzt treffen sie auch noch zum Ausgleich. Starke Aktion, verteidigt hier den Ballbesitz.
Und Thiago. Am Ball Wijnaldum. Ballverlust Liverpool. Ins Ausgeklärt, das wird Ecke geben. Hier das Ausgleichstor, nochmal eine Wiederholung. Super Schuss, da hat alles gepasst. Jetzt der Eckball. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Wijnaldum. Mané. Firmino. Mbemba. Marco Grujic. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Sie greifen an. Mohamed Salah ist das. Den spielt er in den Lauf. Das war heute schon sein drittes Tor. Eine Spitzenleistung. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Das ist genau diese Situation, die er vermeiden wollte. Jetzt wird es richtig schwierig nach dem Rückstand und er muss reagieren. Und da kassieren sie doch noch den Gegentreffer. So kurz vor Schluss. Jetzt müssen sie alles nach vorne werfen und irgendwie noch den Ausgleich erzielen. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Marega. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Marco Grujic. Sieht vielversprechend aus. Oliveira. Marega. Geht dazwischen und hat den Ball. Super Atmosphäre wieder einmal in Anfield. Hören Sie sich die Liverpool-Fans an. Es riecht nach Sieg. Marega. War gut durchgesetzt, gefährlich. Unglaublich, da ist der Ausgleich. Da schauen wir uns das Tor noch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat, viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Blicken wir auf Jürgen Klopp. Ja, da geht er natürlich immer mit, da leidet er mit. Was macht er jetzt nach diesem Ausgleich? Das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Ein spannendes, enges Match und jetzt haben wir hier auch wieder einen ausgeglichenen Spielstand. Die Gäste werden wechseln. Thiago jetzt. Da verlieren sie den Ball. Eine sehr gute Möglichkeit. Das ist die Chance zum Sieg. Trent Alexander-Arnold. Oliveira. Guter Vorstoß. Kann was werden. Ottavio. Marco Grujic. Marco Grujic. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Schön gemacht. Jetzt die Flanke. Chance zur Führung. Doch noch die Führung. Wahnsinn. Das muss es doch eigentlich sein.
Da ist nochmal die Wiederholung dieser Szene. Erst der Aufbau, Spielaufbau mit viel Geduld. Und dann zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. Der Spielstand, das erlebt man auch nicht alle Tage. Ozan Kabak. Wijnaldum. Mit dem Ball Wijnaldum. Ozan Kabak. Das war's für heute. Die Gäste holen sich hier den Sieg. Sie setzen sich hier durch. Ausschlaggebend dieses späte Tor. Wie ist deine Meinung zum heutigen Auftritt von Roberto Firmino in diesem Spiel? Wenn du 3 Tore machst, Wolf, dann willst du natürlich auch gewinnen. Tolle Leistung von ihm, aber die Kollegen, ja, die konnte er nicht wirklich mitreißen.